Deine Klingen treiben, Kratos. Die Leichen jener, die die Büchse der Pandora gesucht hatten, lagen vor ihm. Und plötzlich wusste Kratos, wer das getan hatte. Denn nicht zum ersten Mal sah er die Trümmer, die Ares und seine Lakaien hinterlassen hatten. Er hatte es selbst erlebt, vor vielen Jahren. Als jüngstem und tapfersten Hauptmann der Armee Spartas waren seine Männer Kratos treu ergeben. So hatte er sie durch jede Schlacht geführt. Bis zu jenem Tag. Die Barbaren im Osten erschienen zu Tausenden und stießen auf die Spartaner herab. Ohne Gnade. Die Schlacht dauerte nur Stunden. Die Disziplin und Übung der Spartaner war der Flut der gnadenlosen Barbaren nicht gewachsen. Die Soldaten erlebten ein Massaker und ihrem jungen Hauptmann stand das Ende seiner Karriere und seines Lebens bevor. Doch der Sieg war Kratos jeden Preis wert, selbst seine Seele. Ares! Töte meine Feinde! Und mein Leben ist dein! Dieser verzweifelte Hilferuf sollte Kratos teuer zu stehen kommen. Bei den Göttern, was ist aus mir geworden?